Hallo Folterkammer. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Ihr seid bei einer von Arons neuen Favoriten. Ihr seht nicht aus wie jemand, der sich in der Gilde normal nach oben gearbeitet hat. Wer ich bin, geht euch wirklich nichts an. Ich habe meinen Platz in den Rängen der Schattendiebe verdient, so wie alle anderen Mitglieder. Ich bin hier, weil ich Arons Hilfe benötige, aber eigentlich geht euch das hier nichts an. Sprecht nicht zu mir, Gefangener, oder ich hänge euch mit eurer Zunge an die Decke. Ich benötige Arons Hilfe. Arons Hilfe, Arons Hilfe. Ob ich Aran helfen oder schaden will, unterscheidet sich meistens nicht besonders. Er wird sich gegen euch wenden, wenn es ihm gerade in den Sinn kommt. Denkt immer an meine Worte. Ich bin Achorn und ich war einst Arans Lieutenant oder Leutnant. Sein wichtigster Assistent, seine rechte Hand. Ich war der Gilde ja ergeben und das war mein größter Fehler. Ich dachte, ich würde die Gilde einen Gefallen tun, wenn ich versuchte, Aran zu ermorden. Vielleicht hatte ich ja recht, vielleicht irrte ich mich auch. Vielleicht wird Aran unsere Gilde ja nicht zerstören. Vielleicht wird ja die andere Gilde, die von dieser Frau geführt wird, zerstört werden. Ich schätze, ich werde es wohl nie herausfinden. Das Einzige, was ich inzwischen sicher weiß, ist, dass meine Bestrafung länger qualvoll sein wird als alles, was ihr euch vorstellen könnt. Nun geht, Neuling, es gibt nichts, was ihr für mich tun könnt und es gibt nichts, was ihr mir antun könnt. Mir bleibt nur noch darauf zu warten, was Arans Launen für mich bereithalten. Wie sieht's mit dir aus? Geht mir langsam auf die Nerven. Ey, wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Seid ihr hier, um mich endlich zur Hinrichtung zu bringen? Das wäre eine Erlösung, glaube ich. Aran warf mich hier vor einem Monat rein. Mindestens. Ich glaube, es war ein Monat. Ich mag nicht daran denken, dass er mich hier für immer verrotten lässt. Okay, die anderen Gefangenen lassen wir mal in Ruhe. Wir machen eure Tür schön zu. Ich helfe schneller als Chick-Ticker schnell. Ja, dann könnt ihr hier im Frieden vor euch hin krummeln. Da scheint noch ein Ausgang zu sein. Aran ist dann wohl hier. Gefangener. Nein, bitte. Ja, was soll denn dieser ganze Radau? Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ich den rotglühenden Schirak nur deswegen wegnehme, weil ihr anfangen, Gnall zu betteln, nicht wahr? Nein, bitte nicht. Ich will euch antun, das nicht. Na, daran hättet ihr die Decken so, bevor ihr losgezogen seid und eure Gildenpartner und ihre Familie ermordet habt. Jetzt seid vorsichtig, wenn ihr euch bewegt. Könntet ihr dabei echten Schaden nehmen? Und wo bliebe ich dann? Nein, ich glaube nicht, dass ihr die hohe Kurs des Folterns, die ihr hier erfahrt, wirklich zu schätzen wisst. Wir sind jetzt seit wie viel? 4 Tagen dabei und ihr seid erst 2-mal in Ohnmacht gefallen. Wisst ihr eigentlich, wie hart das manchmal ist? Ah, der Mangel an Wertschätzung. Tu das, bring mir die Zange. Es ist an der Zeit, dass unser Gast ein bisschen Respekt für die hohe Kurs des Folterns entwickelt. Folterknecht Lehrling Douglas. Na kommt schon, Douglas. Wir wollen ja eigentlich irgendwas lernen, wenn ihr nicht zuschaut. Ist euch da drüben in der Ecke schon wieder schlecht? Tja, ihr werdet es sauber machen müssen, dies. Ja. Verdammt ist Dovitas Fluch. Schaut, was jetzt passiert ist, weil ihr mich abgelenkt habt, Douglas. Ihr habt nicht hingeschaut und jetzt ist er tot. Schludrig, einfach schludrig. Entschuldigung, Meister. Na, ihr werdet es schon lernen. Das haben wir alle. Dieser Typ hier ist kein Verlust. Tötet seine Gefährten für einen Hungerlohn von Gold. Ein Dieb ist ein Dieb, aber er war einfach ein alter Dreckskerl. Ja, mit den Schattendieben nicht spaßen. Hallo, ich bin Botha, der offizielle Folterknecht der Gilde hier. Das ist ein netter Job, wisst ihr, und erfordert mehr Fähigkeiten als alle denken. Aber ich bin sicher, dass ihr mir nicht zuhören wollt, wenn ich rede. Ihr seid sicher hier, um mit dem Schattenmeister zu reden, nicht wahr? Er hat nicht viel für meine Fähigkeiten übrig, aber er weiß sie trotzdem zu schätzen. Ich würde ihn nicht ärgerlich machen, okay? Wenn ihr zuhören wollt, er ist in seinem Zimmer. Wahrscheinlich mit seinem kleinen Mädchen Tassa. Ich wäre gern dabei, um zu hören, wie sie schreit. Oh ja, tut mir leid, ich bin für einen Moment abgeschweift. Geht jetzt einfach und sucht ihn. Botha macht sich dann wieder an die Arbeit. Ja. Leg dich nicht mit den Schattendieben an. Oder wenn du zu ihnen gehörst, dann benimm dich anständig. Wenn es das ist, was ihr wollt. Oder ist er da oben? Ja, die Abzweigungen hier sind manchmal problematisch. Hi, Missy. Solange ihr höflich seid, werde ich euch tolerieren. Hey, ihr gebt mir euren verdammten Mantel jetzt. Aber ich habe keinen Mantel.
Leg mich nicht an, ich bin Missy die Garderobenfrau. Ich bin darin. Verdammt, die. Ich bin darin die verdammt beste, die Ara nie hatte. Nichts wird hier gestohlen. Ich passe auf wie ein Luchs. All diese Lehrlinge hier, sie schleichen herum, als könnten sie nicht sehen. Sie versuchen, einem die Sachen aus den Mänteln zu stehlen. Ja, sogar die Mäntel selbst, aber das funktioniert bei mir nur einmal. Als ich neulich einmal für eine Sekunde meinen Posten verließ, waren alle Mäntel verschwunden, als ich zurückkam. Ich meine, ein Stäubchen war noch übrig. Ha, nie wieder macht jemand aus Missy einen Trottel. Niemand. Okay, Missy. Ganz ruhig, ganz geschmeidig. Schön, einen potenziellen Freund vom gleichen Schlage zu treffen. In Ordnung, seid ihr bereit für ein weiteres Match? Vielleicht sollten wir erst einmal ein bisschen ausruhen. Und riskieren, dass Palina uns erwischt? Ganz bestimmt nicht. Bereit oder nicht, lasst uns anfangen. Die Guillotine ignoriere ich jetzt mal. Einen guten Tag. Ihr da, geht zur Seite, wir sind mitten im Training. Sprecht schnell, Bürger. Halte die Sehne dichter. Zeit für sowas. Halte die Sehne dichter am Arm, euer Schuss kann leicht verrissen werden. Einen guten Tag. Guter Schuss. Ich diene mit meinem Schwert. Gute Leistung heute, Philos. Geht jetzt ins Bad. Stellt nichts Blödes an, dann kriegt ihr auch keinen Ärger. Halt! Seid ihr ein neuer Lehrling? Ja, das bin ich in der Tat. Eigentlich suche ich nach Aran Linvale. Nein, bin ich nicht. Was ist das für ein Ort? Außerdem, Wegfrau, ich habe mit euch nichts zu schaffen. Eigentlich suche ich nach Linvale. Ach, ihr sucht Aran? Ja nun, er trifft sich nicht mit dir. Ihr werdet ihn erst einmal Tassas Umklammerung entziehen müssen und das wird nicht leicht sein. Wer seid ihr und was wollt ihr von Aran? Ich heiße Talisa und mir wurde gesagt, dass Aran mir helfen könne. Mein Name ist Talisa und Arans Hilfe ist mir eine Menge wert. Mein Name tut nichts zur Sache, meine Absichten auch nicht. Nehmen wir das Erste. Aran könnte sehr vielen Leuten helfen. Die Frage ist nur, ob er es wird oder nicht. Nun, ihr wurdet hereingelassen, also werde ich euch nicht aufhalten. Ihr findet Aran in seinem Quartier in der südöstlichen Ecke dieser Ebene der Gilde. Ach, ich werde euch lieber bessere Anweisungen geben. Er hält sich gut versteckt. Geht zurück zum Eingang dieser Ebene. Im ersten Gemeinschaftsraum gibt es eine Geheimtür an der Nordwand. Ein langer Weg führt euch zu seinem Quartier letztendlich. Sprecht schnell, Bürger. Dies ist das. Ich habe nicht viel Zeit. Dies ist die Trainingsbahn der Schattendiebe. Meine Aufgabenbereich. Wenn ihr geschäftlich mit dem Schattenmeister zu tun habt, findet ihr ihn in seinem Quartier. Ja, ich kann mich aber hier trotzdem noch umsehen. Schön, einen potenziellen Freund vom gleichen Schlage zu treffen. Oh, wo ist er hin? Ich hätte schwören können, ich sei vor einer Sekunde durch diesen Teil des Mörderlaufs kommen. Schön, einen potenziellen Freund könnt ihr den vom Schatten niemals, Schlage zu treffen. Ihr könntet den Schatten niemals zu euer Ziel finden, Krin. Nicht mal mit einem Riesenfeuer und einer automatischen Armbrust. Ihr könnt euch nicht für immer verbergen. So groß ist der Mörderlauf auch nicht. Ich werde euch kriegen. Muss ich ja lachen, Krin. Ich habe mich mit Leichtigkeit zweimal von ihnen nicht angeschlichen und euch ins Ohr gepustet. Okay. Wir spielen zwei Verstecken. Nach Schattendiebe-Art. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Ich habe von euch gehört. Ihr habt viel gekämpft bis zum Tode, sagt man. Und wie viel Energie. Es wird viel geredet. Habt ihr Interesse an einem Angebot? Ich höre. Gut, ja. Wie ich sehe, dürft ihr euch gegenüber Arne Wiener noch nicht als loyal verhalten, stimmt's? Ihr müsst erkannt haben, dass seine Position auf der Kippe steht. Jeder mit etwas Mumm in den Knochen könnte sie übernehmen. Jetzt gleich. Die ganze Gilde könnte uns gehören. Uns. Stell uns was mal vor. Ich denke... Ihr da, ich höre, was ihr sagt. Verrat. Verrat gegen die Gilde. Ich hatte ihn dort nicht gesehen. Dumpfkopf, der Tod ist nah und ihr dort. Wenn ihr euch nicht genauso ergeben sollt, dann helft mir. Niemand legt sich ungestraft mit den Schattendieben an. Danke. Sagt, was ihr wollt, aber macht es so, geht es Verrätern. Das sind alles Idioten, wenn sie glauben, der Schattenmeister sei schwach, nur weil eine andere Gilde gegen uns kämpft. Der Schattenmeister wird überlegen sein. Ich muss jetzt den Bericht erstatten, entschuldigt mich.
Jo. Wir können uns hier noch weiter umgucken. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es hier noch viel geben wird. Was ist dahinter? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor dafür ihr das Gebiet verlassen könnt. Dafür müsste ich die Gruppe sammeln. Okay. Also noch hier oben lang gucken. Ganz ehrlich, ich wollte nicht die ganze Gruppe. Ach du meine Güte. Schön, ein potenzieller ha, Freund vom endlich, ich hasse diesen dämlichen Fallenkurs. Ich drücke einfach diesen Idiotenknopf und. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Hey, darauf fallen sie alle rein. Pelena, ich brauche einen neuen Auszubildenden. Jo. Okay. Ich warte. Das heißt, wir müssen wieder hier hin. Euer Wunsch ist mein Begehr. Dumm, die dumm, die dumm. Dann haben wir hier unten eigentlich alles erkundet, bis auf die Tür hier, die irgendwo hinführt. Und eben die Tür hier, die irgendwo hinführt, aber... Ich habe jetzt nicht so große Lust, weiter das Diebesversteck zu erkunden. Weil das ist eigentlich, glaube ich, nur dann interessant, wenn man das Diebesversteck auch, was brauche ich? Kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Plündern will. Ja, keine große Herausforderung. So, da hinten geht's jetzt zu dem Ort, an dem wir müssen. Die zahlreichen Röhren und Gänge scheinen Teil irgendeines Labyrinths zu sein. Ja, die haben sich hier gut eingenistet in den Kanälen und allem. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Wenn ihr hier etwas zu liegen habt, dann los und dann raus. Ich beobachte euch. Herzlich willkommen an diesem Ort. Ich habe mich darauf gefreut, euch zu sehen. Ich bin, wie ihr wisst, Aran Linweil. Ja. Mein Dank, Aran. Was möchtet ihr von mir? Ich habe eine große Gruppe Gold bezahlt, sagt ihr, wie ich immerhin finden kann. Und ich bin Talisa, wie ihr wisst. Können wir jetzt bitte das tun, was zu tun ist? Egal, ich will die Hinweise, die mich zu Regenikus führen und für die ich bezahlt habe. Ja. Was möchtet ihr von mir? Gleich zur Sache, was? Das geht klar. Ihr seid eine sehr fähige Person und ich möchte euch einen Handel vorschlagen. Ja, ich könnte mir denken, dass sie mir das gibt, was mir eh schon zusteht. Ich habe gezahlt. Hört sich gut an, aber ich muss nach Immun sehen. Was für einen Handel schlagt ihr vor? Verdammt, ich habe schwer geschuftet. Ich will Antworten für mein Gold. Sind wir mal diplomatisch. Hört sich gut an. Zuerst einmal werdet ihr für das Gold, das ihr bezahlt habt, entschädigt werden. Ich werde euch verschiedene magische Gegenstände geben, die ihr behalten dürft, egal wie die Sache ausgeht. Nun, ich weiß, dass ihr begierig darauf seid, hinter Immun herzueilen. Ich versichere euch, dass eure Zeit bald kommen wird. Doch es dauert eine Weile, das Geld zu verteilen. Nicht zu lange, hoffe ich. Ich hab's gewusst. Ihr habt gar nicht vor, mir zu helfen, nicht wahr? Diese Verzögerung beunruhigt mich. Gibt es da ein Problem, von dem ich nichts weiß? Nein, nein, nein. Alles ist, wie es sein sollte. Es gibt lediglich einige wenige kleine Schwierigkeiten, auf die wir gestoßen sind. Ich besorge sehr, dass ich euch um die Erfüllung einiger Aufgaben bitten muss. Ich weiß, ihr seid müde und habt auch schon hart gearbeitet. Es tut mir leid, aber dieser Genkrieg erhält uns davon ab, weiterzumachen. Das war ja klar, dass wir in den Genkrieg reingezogen werden. In den Docks passieren einige eigenartige Dinge. Ladungen verschwinden und mit ihnen meine Arbeiter. Wir sind durch diese Sache sehr geschwächt. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass ihr gefangen genommen oder zum Feind gedrängt werdet. Wenn ihr zu den Docks geht und der Wache bei den Ladungen den Rücken stärkt, wird das unsere gesamte Position verstärken. Geht es nachts, dann werdet ihr meinen gegenwärtigen Hauptmann der Garde schon dort finden. Eine Frau namens Mook. Notiert euch alles, was euch ungewöhnlich vorkommt und berichtet es mir. Okay, ich werde mich nachts zu den Docks begeben und Mook aufsuchen. Welche Art ist diese Ladung?
Ich werde das tun, aber danach liefert ihr besser, was ihr versprochen habt. Ich werde nichts dergleichen tun. Ich verlange von euch, dass ihr mir sagt, wo Imoen ist. Ich habe bezahlt. Ich suche Renikus und ich werde mich nicht abhalten lassen. Fangen wir doch mal nach der Ladung. Ah, Talisa, ich muss zugeben, dass die Waren an Bord den Stadtwachen nicht gerade gefallen würden. Hauptsächlich Waffen, aber ich verteidige ihre Verwendung. Die Gilde, mit der wir Krieg führen, ist nicht wie wir. So düster wie die Schattenliebe auch sein mögen, unsere Grenzen überschreiten wir nicht. Diese neue Gilde ist da anders. Wenn ihr an dieser Angelegenheit einen moralischen vertretbaren Weg sucht, dann liegt der wirklich bei den Schattendieben. Vielleicht eine Überraschung, aber ich versichere euch, dass es stimmt. Seht euch mal eure Optionen an, indem ihr uns beigetreten seid, habt ihr andere Türen verschlossen. Euch den Aufgaben anzunehmen, die ich euch übertragen habe, ist der einzige Weg, euer Ziel zu erreichen. Ich werde euch die Entscheidung überlassen, aber die Docks warten. Geht dorthin, wenn ihr zu der einzig möglichen Lösung gekommen seid. Geht nachts und findet Buck. Gute Jagd. Berichtet mir, wenn irgendwas passiert. Oh, und der Bonus, über den wir sprachen. Nehmt diese Gegenstände, ihr werdet sie sicher gebrauchen können. Ja, endlich mal ein neuer Tagebucheintrag bei den Aufgaben.